keine Angst, das soll heute kein Autovlog werden. Ich bin nur bei dem Sauwetter unterwegs Richtung Alsfeld, wo ich mir mal die Moto Expo angucken will. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. So, und da bin ich auch schon mittendrin und heute gibt es auch gleichzeitig noch den Test von meinem DJI Osmo Pocket. Das zeige ich euch jetzt gleich mal hier. Das heißt, das soll hier heute meine einzige Aufnahmequelle sein und das ist auch die Tonquelle. Von daher muss ich dann mal sehen, inwiefern das Ganze jetzt da heute mitspielt. Von der Mikroqualität und so weiter. Ja, wir sind hier angekommen. Moto Expo findet, soweit ich das jetzt gesehen habe, das zweite Mal hier in Alsfeld statt, war vorher in Gießen, relativ klein und eine recht witzige Kombination mit der Hund und Heimtier. Also einmal Eintritt bezahlen, könnt ihr gleich zwei Messen euch angucken. Die Kombination finde ich vielleicht ein bisschen schräg, aber egal. Vielleicht gucke ich mir dann sogar auch noch mal die andere Seite an. Uns geht's jetzt aber natürlich hier erstmal um die Moto Expo Seite. Eins kann ich auf jeden Fall schon mal vorab sagen. Die Webseite, an der könnten die Jungs und Mädels, die das hier veranstalten, ruhig nochmal arbeiten, weil da habe ich fast gar keine Infos gefunden zu dem ganzen Ding. Also lassen wir uns mal überraschen, was wir hier so alles vorfinden. Motorradhändler ist leider nur einer vertreten hier und das ist mal wieder BMW und da ist auch eine gewisse, ja, Übermacht an GS sozusagen vertreten. Der größte Teil hier vom Ausstellungsbereich steht, würde ich mal sagen, den GSen zur Verfügung. Und aber am vorderen Ende gibt es zumindest auch noch ein bisschen Abwechslung. Da sind dann zumindest ein paar R9T ausgestellt und auch noch ein paar andere Sachen wie die kleine 300er hier vorne. Wobei klein ist natürlich relativ, die macht schon einen ganz schön wuchtigen Eindruck. Aber dann halt hier vorne eine ganze Batterie R9T in sämtlichen Variationen, die Dakar. Und dann hier auf der anderen Seite sind dann auch mal die Nicht-Boxer-Modelle so ein Stück weit vertreten. Hier haben wir jetzt eine kleine Ecke mit Motorradklamotten, wobei das wohl eher in die Lifestyle-Region gehört, würde ich mal sagen. Aber natürlich gibt es auch noch Motorradklamotten, würde ich mal sagen, die jetzt eher in die richtige Kategorie gehören, nebst einer ganzen Sammlung von Helmen. So, dann haben wir hier Motorradtechnik Wachtel. Die sind, oder der Kollege hier ist Markenbotschafter von SW Motec und zeigt hier am Stand mal die neuen anpassbaren oder auf Kundenwünsche gefertigten Sitzbänke von SW Motec, die jetzt anbieten. Da geht's also los. Ihr schickt im Prinzip eure Sitzbank ein und kriegt dann auf euren speziellen Wunsch hier eine Sitzbank gefertigt, die natürlich richtig schicke Materialien benutzt. Ihr könnt das Teil von vorne bis hinten konfigurieren, hier mit den verschiedensten Materialien, die halt Sitzkomfort und so weiter gewährleisten sollen und halt, wie gesagt, die Optik, also von irgendwelchen Steppungen und so weiter ist so ziemlich alles machbar, Farbkombination und so weiter. Also interessant, Preisbereich habe ich mir sagen lassen, von 220 bis 440, je nachdem, was ihr in dem Konfigurator alles auswählt, was ihr haben wollt. Auf der anderen Seite hat er hier noch die Airbag-Westen im Angebot. Da auch in verschiedenen Farben. Da hat er jetzt, glaube ich, gesagt, von 500 ungequetschte bis 639, je nach Farbe. Ja, und die sind dann halt mit entsprechender Hülse zum Wiederauffüllen. Ausgelöst wird das Ganze halt durch eine Verbindung zum Motorrad. Das heißt, ihr klipst euch quasi ans Motorrad an
und wenn ihr absteigt, euch vom Motorrad löst, dann löst die Jacke aus. Die kann halt durch diesen Behälter wieder aufgefüllt werden und ja, wer halt nicht weiß, kann ich die jetzt wirklich nochmal benutzen, der kann halt hier dann wieder rum zu dem Kollegen gehen, da wird die Jacke dann mehrmals ausgelöst, aufgeblasen sozusagen und dann geguckt, hält sie die Luft noch und wenn ja, dann könnt ihr die halt wieder verwenden. Und die Biker Union ist auch für uns am Start, die machen sich ja im Moment vorrangig stark für, ja, oder gegen die Streckensperrung, die jetzt da wieder mal nur uns betreffen, die Motorradfahrer. Oh, ja, könnt ihr hier auch am Stand besuchen. War es auch eigentlich schon hier von der Moto Expo. Leider Gottes sehr überschaubar. Ich meine mich erinnern zu können, dass letztes Jahr zumindest noch ein, zwei mehr Motorradhersteller also da waren, beziehungsweise Händler, die halt hier ausgestellt haben. Dieses Jahr war es, wie gesagt, eigentlich nur BMW, was hier richtig vertreten war. Ja, ist ganz nett anzugucken, ist auf jeden Fall bei so einem Shitwetter mal was, was man sich angucken kann. Aber selbst hier die erste Halle war jetzt noch nicht mal komplett gefüllt. Also wie gesagt, sehr, sehr überschaubar. Tja, hoffen wir aber mal, dass es weitergeht damit. Und vielleicht im nächsten Jahr dann ein bisschen mehr hier zu sehen ist. Mal gucken. Besucher waren jetzt eigentlich für so eine kleine Veranstaltung, finde ich, relativ gut da. Also es ist ziemlich was los. Von daher, mal schauen. Vielleicht findet es ja doch noch den entsprechenden Zuspruch und wächst auch ein bisschen. Ja, und das war's von meiner Seite für diese Woche. Mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss!